Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind draußen und mit Jessie. Und wir haben ein Stativ. Wow! Und heute ist Sonntag, der 8. Juli. Das heißt... Was heißt das? Das Pokémon Go Event startet. Natürlich wieder super informiert. Ich blende euch gleich den Screen ein. Und hier haben wir auch schon das erste Ei ausgebrütet gehabt. Jessie, hallo. Es macht dir wahrscheinlich nichts aus, wenn ich jetzt über dich das blende, oder? Nein. Gut. Also, ich schalte euch gleich die Filmaufnahmen ein. Und hopp, jetzt solltet ihr theoretisch was sehen. Und ich habe letztens, also gestern, heute Nacht, ist auch noch ein Video online gegangen. Und da habe ich euch gezeigt, die 20 Entwicklungen und mehr. Und heute wird es wahrscheinlich auch Entwicklungen geben. Denn heute gibt es ganz viel Shigis. Mein Plan ist jetzt eigentlich da hinten hinzugehen, zu diesen Dreien. Und dann Lokmodule für 30 Minuten hinzusetzen, damit wir ganz viele Shigis und so, Gesundheit, ja. Shigis und so farmen können. Und habt ihr gesehen, ich habe einen neuen Hut. Hast du gesehen, ich habe einen neuen Hut. Oh nein. Ich habe Katschuk. Und ich habe jetzt meinen Kumpel als Barschwar gemacht, weil mit dem muss man einfach fucking 20 Kilometer laufen. The fuck? Also, hast du schon ein Glücksei gekauft? Gehen wir mal zu Items schauen. Ich schalte jetzt auch mal mein Glücksei aus meinem Rauch ein. Mein Glücksei. Und guck mal, ich habe schon ein Shigi. Shigi, Shigi! Das können wir heute entwickeln. Oh mein Gott! Entschuldigung. Ich muss dir nachholen, wie ich das erzähle. Tada! Wir haben unser erstes Shigi in diesem Event gefangen, du auch? Nein! Das ist eine super Quote. Ja, ja, unsere Superquote hier. Ja, ja. Also machen wir uns langsam auf den Weg zu diesen drei Stops. Kommst du mit? Jessie? Kommst du mit? Ich muss mein Handy und die Kamera in die andere Hand packen. Sonst kann ich nicht Pokémon Go spielen. So. Ja, wir haben auch noch ein paar Fehlforschungen. Ich habe extra entwickelt ein Wasser-Pokémon nicht gemacht, weil ich weiß, wenn ich etwas entwickle, kommt vielleicht ein Shigi mit Sonnenbrille raus. Oh mein Gott, ich will ein Shigi mit Sonnenbrille haben, Mann. Ey, mit diesem Stativ geht es einfach so viel einfacher zu filmen. Hallo Jessie, sag mal was. Ey, warte auf mich. Wir gehen einfach durch die grüne Wiese, ist auch kein Problem. Wow. Ich laufe durch ein Loch. Das ist auch kein Problem für mich. Sieht nicht so aus, aber okay. Oh, mein Arm fällt jetzt schon ab. Ich hätte etwas ganz mit der Kamera in der Hand. Juckt doch keinen. Jetzt sind euch auch ein bisschen bedeppert, aber hier. Ich war auf dem Stein, oder? Auf jeden Fall, Planänderung, wir gehen doch nicht zu diesem Bleistift. Wir gehen andere Richtung. Weil dort wird ungestört, wahrscheinlich sind wir dort Lokmodule. Ah, friss es. Kann man das sehen? Jetzt kann man sehen. Hast du einen Seewurz gefangen? Yay! Hast du einen neuen Pokédex-Eintrag oder hast du den schon? Keine Ahnung. Nein, ist sogar ein neuer Pokédex. Siehst du, beginnst erst Level 7. Nice. So, ich mach mal die Kamera aus und spiele jetzt auch ein bisschen Pokémon. Also wir gehen jetzt gerade zu diesem Pokéstop neben mir, denn da hat es ganz viele Shigis. Und wenn wir das schaffen, also ich habe sowieso eins, wir tun ein Lokmodul hier hin, damit wir Ende des Tages ein Turtok haben. Ich könnte es zwar schon entwickeln, aber ich will unbedingt eins mit Sonnenbrille. Chillen wir uns jetzt mal hier hin. Ich setze mich auf den Boden. So.
Wow. Kommst du nicht mit mir auf den Boden? Also, ich habe euch jetzt hier aufgestellt. Ich stelle euch mal ein bisschen in den Schatten. So. Oh, ein Eischlüft! Ein Alola-Eimer. Gucken, was drin ist. Bist du warm? Ey, die sind eigentlich gar nicht so häufig und bei mir ist jedes Ei, das drin. Sollen wir eins entwickeln? Gut, entwickeln wir mal Sandama. Ich muss es zuerst finden. Moment, wann brütet dann noch unser nächstes Ei aus? Bald. Hast du jetzt das Pikachu schon gesehen mit dem Hut? Nein. Wir entwickeln das einfach mal. Entwickeln und los geht's! So, unser erstes Shiggy. Mein zweites. Ja, auch mein zweites, aber hier das erste. Nein, auch hier. Ah, hier. Ja. Ich glaube, ich habe Shiny. Das sind Special. Nice. Ey, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Shiny. Es ist wirklich ein Shiny. Oh mein Gott. Oh, Entschuldigung. Übelst schlecht, nur mit 74 WP. Wieder ein Shiny. Guck mal, da ist ein grüner Panzer. Oh mein Gott, wir haben unser erster Shiny. Ich habe alle Events mit Despota, also Lavita, Glurak, also Glumanda und ich weiß nicht, ob es von Visasam schon ein Event gegeben hat, aber ich habe alle verpasst bis jetzt. Naja. Hast du auch einen Shiny? Nein. Oh, noch ein Shiggy. Ist gerade noch eins gespawnt. Und das ist leider kein Shiny. Wenn wir genug Bonbons haben, entwickeln wir ein Shiny und ein normales. Man kann es ja auch übertreiben. Ne? Ich habe mein drittes Shiggy gefangen heute. Nein. Nice. Läuft doch. Wir haben schon drei. Ist die gute Quote, ne? 3 von 3. Das ist eine gute Quote. Ja, ja. Bald schlüpft auch noch ein 7 Kilometer Ei. Yeah. Ja. Ich berichte euch, sobald das nächste Shiggy auftaucht. So Leute, nächstes Shiggy mit WP 10. WP fucking 10. Naja. Wir fangen trotzdem mal mit dem Hyperball. Ich will nicht, dass irgendeins abhaut. 29! Er ist immerhin besser als Level meins. Up. Ja, nice. So, wir haben gerade vor uns beschlossen, dass wir doch nachher noch ein bisschen rumlaufen. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ans Lokmodul verschwendet, aber... Wir können jetzt noch einen Moment hier bleiben. Ja, im Moment können wir schon noch hier bleiben. Also ich habe hier ein shiny Pokémon gefunden. Das ist ein guter Spot. Ja. So Leute, ich kann meine Belohnung abholen. Es gibt zwar nur eine Himbeere, aber ein Tag und dann bekomme ich noch mal Relaxo. Wir haben vorhin übrigens noch einen Shiggy gefangen. Ja. Flurmel.
Sie hat einen Flummel. Wir könnten theoretisch, ich möchte aber noch nicht, ein Shigi entwickeln. Soll ich dir mal zeigen, was die Endentwicklung von Flummel ist? Ja. Dann zeige ich dir mal das kurz und die ist voll witzig. Ich muss sie kurz suchen. Moment. Ich glaube, ich bin schon zu weit, ne? Da. Warte. Da, das ist Flummel. Mhm. Das ist die zweite Entwicklung. Und nachher wird es zum Troll. Yeah. Ja. That's very nice. Behind the scenes. Jessie macht mit ihrer neuen Kamera Fotos gerade. Ich poste das einzige Bild, wo du von mir gemacht hast, dann auf Insta. Dann, ich verlinke sie, dann kann ich es euch zeigen. Sie hat eine Canon, wie viel? EOS 4000D, das hat sie. Und wir haben noch ein Ski. Nice, das ist alles in der Aufnahme passiert. Ich filme sie mal kurz behind the scenes. Kamera-Section! Yeah! Okay. Warte, ich muss zoomen. Oh, jetzt habe ich glaube wirklich ein bisschen gezoomt. Hupsi! Es tut mir leid. Nicht stoppen. Wir haben Shigi gefangen. Ist dein Handy noch auch offen? Dann kann ich dir das Shigi auch fangen. Kurzer Moment. Ich muss kurz Shigi für Jessie fangen. Wir wollen natürlich, dass wir heute für sie auch noch ein Turtok bekommen, ne? Ich zeig's euch mal in der Nahaufnahme. Lege ich das irgendwie hin? Hat sogar funktioniert. Besser als ich gedacht hätte. Und wir haben Shigi. Und ich kann meinen Pokestop drehen. Das seht ihr natürlich jetzt auch. Shigi wurde gefangen. Ist immer noch kein Shiny bei dir. Oh. Oh, ich habe jetzt auch einen Frudelmüll. Ich kann das einfach nicht aussprechen, das Ding. Das eine mit dem über dem Dings schauen, das finde ich voll süß. Können wir nachher, wenn wir fertig haben, können wir sie auf mein Handy wieder bringen. Jo. Also. Was ist bei Jessie? Ich spiele gerade ein bisschen auch noch für Jessie nebenbei. Denn. Genau. Ich öffne gerade ein Geschenk, was ich ihr selber geschenkt habe. Mal gucken, was da drin ist. Pokebälle. Und wir sind super Freunde, Che. So Leute, weil ich jetzt eh gerade nichts anderes zu tun habe, Jessie mit ihrer Kamera ein bisschen rumspielt sozusagen, habe ich mir jetzt einfach überlegt, entwickeln wir jetzt einfach mal unser Shigi. Ich weiß, es ist furchtbar schlecht, dieses shiny Shigi, aber wir entwickeln es zu Shilok und dann zu Turtok. Alter, guck mal! Das ist einfach lila! Und jetzt zu Turtok. Doch, zu Turtok. Ich habe im Fall noch nie ein shiny Shigi, Shilok und Turtok gesehen, ja? Ja, guck mal, es ist auch lila! Es ist auch lila. Geil. Unser shiny Shigi ist auch lila.
Aber hat nur 22 WP. Furchtbar schlecht. Egal, es ist ein Shiny. Ein Shiny. Eine Ameise. Eine Ameise. Eine Ameise. Willst du dein Handy wieder? Ja, gerne. Und jetzt haben wir auch noch eine Feldforschung, die ich dann auch noch nehmen kann. Ich muss nur kurz das Radfratz fangen. Wollen wir mal ein Pokémon tauschen? Okay, dein Radfratz. Ich hätte auch ein Radfratz. Wollen wir tauschen? Also, ich guck mal, wir haben eine Belohnung. Yay, ich hätte aber lieber ein Schicki mit Sonnenbrille gehabt. Okay. Kann ich mit leben. Nee, ich nehme den Hyperball. Yay! Hyperball, Ball, 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 Ball! Level 9. Level 9. Das geht voll schnell mittlerweile, habe ich das Gefühl. Ja, zu schnell. Zu schnell. Weißt du noch am Anfang, jedes Level haben wir gekämpft. Ja. Jetzt innerhalb von 2 Wochen schafft man einfach Level über 20, weißt du? Snapchat. Ein Raid läuft von Valmir. Wir haben immer noch so viele Shigis. Oh, 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 oh. Ein wildes Griffel. Griffel? Das Ding ist auch so komisch. Es ist in jedem Labor schief gegangen. Ein wildes Griffel ist erschienen. Yo, yo, yo. Oh, ich habe keine Pokebälle mehr. Wie kann das denn passieren? Ich habe irgendwie das Gefühl, das Griffel ist bei Jessie gerade rausgekommen. Also, 3 Mal sogar. Oh, wir haben eine Aufgabe erledigt vom Yu. Fange ein Ditto und fange Geist. Ey, das ist so ätzend. Jo. Ja, immerhin. Was? Über 100. Okay. Wie viel hat mein Griffel? Warte schnell. Mein hat 800. Oh, nein, nur mal so. Ich habe gestern übrigens aus dem Ei noch Vulpix bekommen. Ihr seht es eh, es bringt eh nichts, wenn ich das in die Kamera halte. Ich will kein Radikal. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Großartiger Wurf. Nice. Ich würde einfach noch spontan sagen, wir gehen mal weiter. Ist ein bisschen langweilig hier, ne? Gut, ich denke, wir gehen jetzt doch zu diesen 3 da oben hin. Vielleicht gibt es dort noch mehr Shigis. So, Leute. Wir haben uns gerade zu diesen 3 Lokmodulen gechillt. Ihr seht mich nicht. Es tut mir leid. Ihr seid jetzt gerade auf einer Bank und wir haben jetzt unser 5. oder 6. Shigi schon, ne? Und, ja. Ihr seht gerade, ich fange es. Und ich habe eine neue Feldforschung. Fange 5-mal Shigi. Habe ich jetzt gemacht. Und jetzt gleich nochmal.
Und noch eins. Hast du es auch? Mit WP52. WP53. Nice. Jessie ist müde. Ihr seht sie gerade nicht, aber sie schläft fast im Sitzen. Nein. Wie so ein gelbes Bier. So, ich habe jetzt zweimal Shigi gefangen. Noch? Okay. Ich glaube, hier ist ein guter Spot für Shigis. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. 103,31. Bei dir? Ich bin doch am Fangen, das Hauptab. Was ist abgehauen? Nein. Oh nein. Nein, das sind Fische aus dem Pokéball. Es will nicht. Es will nicht. Es will einfach nicht. Es will einfach nicht. Entschuldigung. Alter, ich kann gar keine Feldforschungen aufmachen. Überall, wo ich hinschaue, gibt es einen Shigi. Heute 44. Was? 44? 332. So. Also heute machen wir unsere Quote sehr hoch. Was? 3 von 3? 7 von 3? Ich sehe schon die T-Shirts, wo irgendwann drauf steht. Das ist eine super Quote. Ne? Sogar ein Kleinstein. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hast du schon einen Kleinstein? Dieses Ding? Nein. Okay. Ey, wieso immer Twitter in jedem Video? Das wird schon ein Insider, wie das Licht geht in jeder Folge aus. Ist schon wieder das Licht. Oh, das Licht ging schon wieder aus. Wer kennt's noch, Leute? Hey, du warst ja dabei. Hat da der Scherz dabei. Kleinstein, würdest du bitte... Ich bitte dich im Pokéball drin bleiben. Leute, ich habe mich extra ausgerüstet. Ja, ich habe extra 4 Powerbanks gekauft, damit ich für euch Pokémon Go Videos machen kann. Dass ich immer genug Akku habe. So, ich denke, jetzt kommt gerade keins mehr. Ich hole mir die Feldforschung ab. Ja, guck mal! Mein Shigi hat eine Sonnenbrille! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Mein Shigi hat eine Sonnenbrille. Das fangen wir natürlich jetzt auf. Natürlich nicht mit einem normalen Pokéball. Natürlich mit einem Hyperball. Habt ihr? Frage an euch. Habt ihr schon ein Pikachu mit Strohhut und Sonnenbrille? Das würde mich mal interessieren. Und noch ein Shigi. Voll geil, Mann. Jetzt haben wir einen Shigi mit Sonnenbrille. Zeig. Jessie hat es jetzt auch gesehen. Und wir holen uns die nächste Feldforschung. No, ein Shigi! Ein shiny Shigi mit Sonnenbrille! The fuck? Oh. Den Ball kann ich gut werfen, ne? Ich glaube, hier warten wir auch noch ein bisschen, bis... ja. Bis Ende. Bis Ende, genau. Nach gefühlten 10.000 Millionen Shigi später habe ich mir jetzt nochmal die Kamera geschnappt. Und fangen einfach nochmal 2 Feldforschungs-Shigis. Ich habe leider keine goldene Himbeere mehr, aber egal.
Vielleicht habt ihr sogar vorher mitbekommen, wir haben einen Shiggy aus der Feldforschung bekommen, das shiny war und eine Sonnenbrille auf hatte. Oh mein Gott. So, ich hab's jetzt auch gefangen. Ein Pokémon. Oh, zwei Shiggys. Wieso bekomme ich keine Shiggys mehr? Okay. Wir haben unser Shiggys gefangen. Wir holen einfach uns nochmal ein Shiggy ab. Man kann nie genug Shiggys haben. Stimmt's? Das war auf jeden Fall mein erster erfolgreicher Community Day. Ich freue mich, dass wir noch mal ein zweites Shiloh haben. Mit höherem WP sogar. Guckt unbedingt auf unseren Instagrams vorbei. Stimmt's? Da haben wir, hat sie coole Bilder geschossen mit ihrer neuen Kamera. Doch, die sind relativ cool. Wir sind übrigens immer noch bei diesen zwei. Oha, zwei Shiggys. Natürlich, ich sag nicht nein, aber. Ich sag's aber auch nicht hier. Was soll das? Ja, auf mich zu fehlen. Sie ist noch ein bisschen kamerascheu, das üben wir noch. Und unser nächster Shiggy, ich bin immer noch ein bisschen unerfahren, was so Selfie und Vlogs und so angeht, aber wenn man es ja nie macht, kann man es auch nie lernen. Stimmt. Kann der Shiggy mal bitte aufhören, immer rauf zu springen, wenn ich es fangen will? Nein. Meine Hose! Sollen wir unser shiny Pikachu? Wir können nochmal drehen. Sollen wir unser shiny Shiggy mit Sonnenbrille entwickeln? Wir entwickeln jetzt ein shiny Shiggy. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen mehr. Ich tue es einmal power-uppen. Mein Pony. Und dann entwickeln. Genau. Hallo, meine Hose. Ja, guck mal. Mit Sonnenbrille. Voll nice. Und entwickeln. Es wird voll das nice Shiloh. Ich habe noch nie einen Shiloh mit Brille gesehen. Das ist das erste Mal. Yeah. Frag nicht. Jetzt ist sie das aber auch. Ich muss sagen, ich bin ja nicht. Ja, guck mal. Geil. Wir tun es noch bis 1000 Power-Up ungefähr. 1100 oder 200 können wir noch machen. Ich habe jetzt ein bisschen Sternenstaub gesammelt. Ich will unbedingt ein brauchbares Turtok in meinem Team. Ich glaube, die da hinten spielen auch Pokémon Go. Ich habe ja noch genug Sternstaub und Shiggy-Bonbons. Deswegen passt das, wenn wir das ein bisschen noch hochleveln. Mindestens. Ja, definitiv. Ich bin Pokémon Go. Ja. Vielleicht, wie du das sagst. So, also ich will noch kurz zum Zusammenfassen machen. Also der Community Day war relativ erfolgreich. Ne? Mhm. Wir haben zwei Shiloks, Turtoks. War ein bisschen doof von mir. Hätte ich gewusst, dass ich noch ein paar höhere Shiggys mit Shiny finde, hätte ich dieses hier nicht entwickelt. Aber
Man wird da immer, später schlauer. Heißt das doch so. Ja. Und wie hast du denn deinen ersten Community Day empfunden? So? Ja, ganz gut. Viele Pokémon gesammelt, viele Level gegeben. Ja, sie hat vier Level, sie ist vier Level gestiegen. Und ja. Ich habe inzwischen auch noch Fotos gemacht, die seht ihr dann auf Instagram. Natürlich Namen ist angezeigt. Nein. Ja, ich glaube, wenn es wieder mal einen Community Day gibt, werden wir natürlich wieder am Start sein, denn es war ziemlich erfolgreich. Und